Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Crusader Kings 3 als in dem Moment Herzog Alexander von Bayern. Gut, ich lasse die Zeit jetzt schon mal langsam laufen. Ansprüche gegen Ingolstadt. Wir müssen mal gucken. Dem Otto haben wir jetzt schon echt übel mitgespielt. Und mal gucken, ob ich ihm den Titel aberkennen kann. Grafschaft von Ingolstadt. Graf Otto ist bekanntermaßen ein Verbrecher, hat gegen mich rebelliert, sodass man seine Vasallen entziehen kann, ohne als Tyrann zu gelten. Er wird nicht aberkennen, Titel aberkennen. Mal gucken, was er sagen wird. Dann nehmen wir das noch weg und dann müssen wir uns jetzt langsam mal um unsere Länder reinkümmern. Denn da ist noch so einiges. Da im Argen ist das falsche Wort. Bürgermeister Heribert hat eine Meinung von 25 erhalten, das ist gut. Und wir sind im Krieg. Ich mache jetzt mal ganz kurz Pause, denn muss mal gucken, wen wir noch von unseren Vasallen ein bisschen von uns überzeugen müssten. Überzeugungsarbeit ist noch nötig beim Bürgermeister Dietpold vom Wolfratshausen. Dann machen wir das doch. Komplott schmieden. Dann heben wir unsere Armeen aus. Und ziehen gegen Graf Otto in den Krieg. Und ich befürchte fast, dass Graf Ottos letzte Stündler geschlagen hat. Gärten und Gemüsepflanzungen in Regensburg gebaut. Mensch, sind schon wieder 2 Jahre vergangen. Wahnsinn. Wir schauen mal nach Passau, ob wir hier noch irgendwas errichten können. Höfe und Felder. Für 127. Plus 0,5 Gold im Monat, das machen wir. Und der Herzog Kuno mischt sich natürlich auch wieder in den Krieg ein. Herzog Kuno von Tirol. Kein Wunder, denn Graf Otto ist sein Neffe. Ah, und ich habe schon wieder nicht mehr Kontrolle hier in Regensburg. Dann dauert dann die Belagerung. Hat eh nicht genügend Truppen. Wir können einen neuen Vorzug im Verwaltungslebenswandel freischalten. Das machen wir auch gleich. Goldene Pflichten, Heeregeld, Vasallensteuer, Kriegsgewinnler. Okay, wir gehen hier auf goldene Pflichten. Dann können wir für Druckmittel Bezahlung verlangen. Und in 1-2 Schritten weiter verdienen wir auch noch mehr, selbst wenn wir uns im Krieg befinden. Denn wir sehen momentan, verliere ich pro Runde 0,1 Gold pro Runde, pro Monat. Wie lange dauert meine Belagerung? 8 Monate. Wahrscheinlich müsste ich mir mal tatsächlich ein paar mehr Mangonellen bauen. Ja, die Belagerung, die klappt sowieso überhaupt nicht. Und der Herzog Kuno schickt 780 Mann. Wie viel hat denn der denn überhaupt? Ja, alles, was er hat. Kann er gerne machen. Schaust gerne mal vorbei. Wahrscheinlich wird er jetzt erstmal München belagern. Auch das wird mich jetzt erstmal nicht stören. Ansonsten schickt mir ein Aufgebot oder ein Teil unserer Armee runter zur 1. Armee von Innsbruck. Jetzt gehen wir mal auf Geschwindigkeit 2. Die kann ich mir doch immer noch mal erlauben. Und ich weiß, die meisten werden das Spiel eher auf höheren Geschwindigkeiten spielen. Vor allem diejenigen, die sich schon auskennen. Aber es ist ja mein erstes Playthrough. Und da kann man es auch immer ein bisschen gemächlicher angehen lassen. Zumal ich ja nebenbei auch versuche, einigermaßen sinnvolle Sachen von mir zu geben. Okay, hier vereinigen sich die beiden Armeen jetzt. Bin mal gespannt, ob sie jetzt gegen mich ziehen werden, gegen Ingolstadt, nachdem sie sich vereinigt haben, oder ob sie tatsächlich erst versuchen, irgendwelche Grafschaften von mir einzunehmen, Belagerung zu starten. Das wird sich zeigen. Königin Neda wurde vom Papst exkommuniziert. Wer ist denn Königin Neda? Von Kroatien, alles klar. Noch interessiert uns das wenig. Wir sind keine Könige, wir sind kein König. Dementsprechend schlagen wir jetzt hier eher mal mit Herzögen rum. Wo zieht er denn hin? Ist ja auch eine interessante Wahl. Das Herzogtum Augsburg. Ja, wahrscheinlich kommt dann nach München einzufallen. Schauen wir uns an. Belagerung dauert noch. Kreuzzug für Jerusalem, jetzt ist es soweit. Endlich ist die Zeit gekommen, den heiligen Zorn von St. Georg über die elenden Ungläubigen von Jerusalem zu bringen. Mit rechtschaffender Wut brennend bricht die von Papst Alexander aufgestellte große Armee von Kreuzrittern mit unnachgiebiger Entschlossenheit auf, um mit göttlicher Gerechtigkeit über das Böse zu siegen, um sich ihren Platz
im Himmelreich zu sehen. Da muss ich gleich mal ein bisschen zu verdienen, ein bisschen leiser machen, denn brennt ganz schön. Deus Vult. Gut. Ich würde sagen, wir bringen jetzt erstmal hier unseren kleinen Krieg noch zu Ende, spalten dann Teile unserer Armee ab, dass wir bloß noch ein Rumpfaufgebot dahin schicken. Und dann sehen wir weiter, wie das läuft. Aber jetzt derzeit kümmern wir uns erstmal um unseren Erzfeind Graf Otto den Zwerg. Verbündete Armee, okay, ist eine verbündete Armee im Sinne von Kreuzzug. Die Frage ist, wo ist denn jetzt eigentlich die feindliche Armee hin? Denn eigentlich dürften wir jetzt gar keinen großen Krieg mehr führen. Denn Christen mit Christen. Da gibt es eine Art Waffenstillstand. Sultan Malik Shah könnte sich dem Krieg als Gegner anschließen. Ja, Moment. Tatsächlich, ich kann den Krieg gar nicht weiterführen, oder? Der Krieg ist vorbei. Ah. Otto, Otto, du hast ein Glück. Ja, ja. Während des Kreuzzugs kann ich keine Kriege führen. Na gut. Hat Otto Glück gehabt. Wir werden jetzt hier unsere Armee, neue Armee ableiten. Unsere Mangonellen bleiben bitte in Bayern. Pikeniere ebenfalls. Gepanzertes Fußvolk ebenfalls. Ist die Frage, ob unsere wertvollsten Ritter schicken wir ebenfalls nicht in den Kreuzzug. Franz von Beck, unser Sohn, ja, der kann gerne mitgehen. Und dann ziehen wir hier noch die Aufgebote ab. 1100 Mann nach Jerusalem, finde ich gut. Und ich finde, man sollte doch, wenn man in einen Kreuzzug zieht, zuerst noch im Pontifikat vorbeigucken. Ah, ich krieg immer das Falsche. Na, komm schon. Jetzt. Ach, fahr mal direkt rüber. Wo fahren denn die hin? Direkt nach Jerusalem. Gut, das schaue ich mir auf alle Fälle nochmal an. Zweite Armee, wie kann man denn da hinspringen? Jetzt so, okay. Die zweite Armee wird aufgelöst. Und die erste Armee ist unterwegs, das heißt, wir verdienen wieder ein bisschen was. Was doch wichtig ist. Und, tja, der Papst hat Graf Otto gerettet. Denn während eines Kreuzzugs dürfen, sollten sich die Christen nicht bekriegen. Ich glaube, es wäre zwar möglich, aber er würde mich wahrscheinlich ziemlich schlecht darstellen lassen. Aber wir können trotzdem mal gucken, ob wir ihm nicht trotzdem den Titel aberkennen können. Oh, krank, katastrophale Fehlbehandlung. Als ich mich die Gemeckern von Franz nähere, höre ich einen markerschütternden Schrei. Kaum noch menschlich und voller Schmerz. Ich platze in den Raum hinein und finde Franz zusammengebrochen am Boden vor, völlig blutverschmiert. Der grüblerische Arzt steht in der Ecke des Zimmers und wringt besorgt die Hände. Ja, wieso? Katastrophale Fehlbehandlung. Die Barbara. Naja gut, die ist natürlich auch mit dem Bildungswert nicht allzu hoch. Oh, oh, das wird nicht wieder passieren, haben wir uns verstanden. Barbara erhält 5 Jahre lang gescholtener Arzt. Wir kannten alle die Risiken, es habe ich vergeben. Wachen legt sie in Ketten. Ohne den Tod. Wir legen sie in Ketten. So. Weil, also eine Fehlbehandlung bei meinem Sohn, da kenne ich nicht wirklich einen Spaß. Auch wenn ich es mir momentan eigentlich nicht leisten könnte, dass ich mir einen neuen Arzt suche, aber so geht es ja nochmal nicht. Wir suchen mal einen Arzt. Wie sieht es eigentlich mit unserem, mit der Anspannungsstufe aus? So gering? Okay.
Herzog Thaddäus auf unserem Territorium. Mit unserem Territorium ist aber in dem Fall das Heilige Römische Reich gemeint. Wen haben wir denn hier als Hofarzt? Bildung 10. Eifrige Frohnatur. Oh. Ich muss ganz ehrlich sagen, beeindrucken kann mich keiner der beiden. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, was haben wir denn hier alles für Kriege jetzt am Laufen? Ist ja Wahnsinn. Also Kreuzzug wird überfallen. Der befällt ja wohl hoffentlich. Das Heilige Römische Reich. Kreuzzug, Befreiungskrieg, Krieg meines Lebens gegen Königin Ida. Der Befreiungskrieg läuft immer noch hier unten. Byzantinische, die Jurikrieg um das Herzogtum von Unterbosnien. Ja gut. Ratseinladung an meine Vasallen. Als Herzog von Einfluss ist es nur angemessen, dass eure Stimme im Rahmen meines Rats gehört wird. Das ist doch Kaiser Heinrich der V. Ja. In Anerkennung dieser Tatsache biete ich euch hiermit den Posten als Ratsmarschall vom Heiligen Römischen Reich an. Jawohl, das nehmen wir an. Schauen wir mal, was uns das für Vorteile bringt. Effekt auf Kampfgeschick plus 4. Armee Goldunterhalt 20%, Aufgebotsgröße plus 20%. Also ist auf alle Fälle ziemlich gut, Ratsmarschall hier bei unserem König zu sein. Und es wurde eine Fraktion gegen Kaiser Heinrich V. geschaffen von König Bretislav von Ungarn. Sollen wir mal gucken, gegen unseren Lehnsherrn. Eine Unabhängigkeitsfraktion, die wollen eine geringere Lehnsstufe haben. Bürgermeister Dietmold beeinflusst. Okay. Läuft es soweit, unsere Armee ist unterwegs. Dauert nach Caesarea 8 Monate. Wir können mal kurz gucken, wie es denn hier eigentlich ausschaut mittlerweile. Ah, hier sammeln sich die Truppen anscheinend. Und ich muss jetzt mal gucken. Achso, wir müssen unseren Ratsmarschall wieder, dass wir endlich zu Regensburg mal unter Kontrolle bekommen. Und dann wollte ich ja eigentlich mal langsam gucken, 49, meine Lehen vielleicht schon mal ein wenig zu verteilen. Bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das klappt. Denn, wenn wir uns jetzt hier angucken, die Nachfolge, Franz von Beck, also es ist nicht mein erster, Ludwig von Beck ist der erste Sohn, der erhält Frontenhausen, Eschenlohe, Regensburg. Regensburg, super. Eschenlohe, halte ich nicht viel davon. Erstens sind die ziemlich schlecht. Oh, so schlecht sind die gar nicht entwickelt. Sehe ich gerade mit 13. Ein leerer Ratsposten. Wer ist denn da gestorben? Machen wir auf 1. Unser Ratsspitzel. Ach. Heereswind ist verstorben. Schade. Der hat mir gute Dienste geleistet. Oh. Also, ich glaube, Graf Otto von Ingolstadt als Ratsspitzel einzusetzen, wäre wenig weise. Dann nehmen wir doch lieber den Bürgermeister Heribert von Burghausen. Wobei ich zuerst mal gucken sollte, ob ich nicht Gäste am Hof habe, die vielleicht etwas besser geeignet sind. Viele Gäste haben wir nicht. Juliana Chaldos, griechisch. Nee, dann bleibt mir jetzt anders übrig. Heribert von Burghausen, ihm wird die Ehre zuteil, mein Ratsspitzel zu werden. Kriege erklären jede Menge. Wir können Zahlungen von Herzog Richard II. Ah, genau, wir haben ja ein Druckmittel. 50 mehr. Wir verwenden unser schwaches Druckmittel. Das hat ja unser kürzlich verstorbener Spitzel herausgefunden. Bekommt er 50 Gold, ist es gut. Und die gute Anna braucht einen neuen Vormund. Die wird ausgebildet im Ränkespiel. Dann suchen wir ihr doch einen Ränkespiel-Vormund. Ah, das kannst du bei meiner Frau machen, bei der Herzogin Uta. Ja, hört sich gut an. Wir könnten so Glaubensoberhaupt um Gold bitten. Was hat denn der für eine Meinung? 21, wisst ihr was? 222. Die nehmen wir und die stecken wir natürlich in unsere Länder rein. Seid gegrüßt. Diese Mittel werden mir den Sieg bringen. Vielen Dank.
dann werden wir jetzt unsere Ländereien mal ein bisschen... Ah, die bauen die gerade. Okay, Regensburg. Können wir in Regensburg noch was Sinnvolles bauen? Ich würde ja ganz gern hier die... Was haben wir denn da? Tegernheim, Tempel. Ich würde hier ganz gerne in Regensburg noch zwei weitere Städte schaffen. Abensberg und Leonsberg. Aber vielleicht kümmere ich mich doch erstmal um meine eigenen... Was ist jetzt denn außen? Frontenhausen, Entwicklung. Frontenhausen bei 12. Getreideecke haben wir schon. Grünes Land. Viehzucht und Weidewirtschaft. Plus 2. Jagdreviere. Steuern plus 2. Verteidiger... Aufquote plus 50. Weißt du was? Wir bauen hier Jagdreviere. Und auch in München können wir neue Gebäude errichten. Was haben wir hier drin? Holzkasernen. Getreideäcker, Holzkasernen. Wälle und Türme. Ja, Jagdreviere haben wir ja schon. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt hier Wälle und Türme. Garnison plus 150. Wir richten hier Wälle und Türme. Wie sieht es denn eigentlich generell aus mit der Entwicklung in unseren Landen? Regensburg, Passau. Regensburg ist ganz weit oben. Eschenlohe ist halt doch nicht so schlecht, wie ich das gedacht hätte. Aber ich habe in Eschenlohe immer irgendwie Stress und Ärger. Rotenburg. Entwicklung 13. Wer kämpft denn jetzt hier bitte auf Schlacht von Freising? Hauptmann Severino, Condottiere. Graf Otto von Ingolstadt, gegen wen führt denn der Krieg? Verteidigt gegen... Jetzt müssen wir mal gucken, was hier passiert. Moment. Was passiert hier? Verteidigt gegen Graf Heinrich von Augsburg. Angreifer. Graf Friedrich von Augsburg. Wieso eigentlich Graf? Ach so, der will da raus aus dem... will weg vom Herzog Siegfried. Dann sind wir jetzt nochmal Angreifer. 3500 Mann hat der, nicht schlecht. Gegen Herzog Siegfried von Augsburg. Ja gut, okay, natürlich die Gebrüder hier, Graf Otto von Ingolstadt, also der Neffe. Der Neffe hilft hier seinem Onkel. Das müssen sie unbedingt hier in meiner Region machen. Naja, gut. Seien vergönnt. Ja, generell werden wir Passau noch ein bisschen weiterentwickeln. Vor allem liegt daran, dass Passau hier 4 Regionen hat, in denen ich was verbessern kann. Wir können hier auch noch eine weitere Stadt bauen. Armeelager, Kaserns und robuste Gebäude. Schweres Fußvolkschaden. Aufgebot. Plänkler. Wir werden. Kasernen errichten. Sonst militärisch auch weiterkommen. Und ich sollte jetzt vielleicht mal langsam gucken, wo meine erste Armee eigentlich ist. Moment. Rechtsklick. So. Ah, wir sind also fast schon im gelobten Land. Ui, ist ja schon einiges passiert hier. Wir werden jetzt aber erstmal 30 Tage warten, bevor wir uns in Schlachten stürzen, denn wir sind ja gerade erst auf See und von See angekommen. Da haben wir für 30 Tage einen Malus. Freundlicher Austausch. Litouers de Versi hat 20 Meinungen von euch erhalten. Okay. Ja gut, die ist ja auch erstmal 0 Jahre alt. Oh, da fällt mir ein, das machen wir danach, weil das können wir eigentlich auch während des Krieges machen. Wir haben noch einen Sohn, der nicht verheiratet ist. Eine Tochter auch nicht. Vielleicht suchen wir uns doch nochmal ein relevantes Bündnismacht. Grafschaft von Göttingen. Ui. Sehr stark.
Wie wäre es denn, wenn wir den mit dem Wenzel Billung ein Verlöbnis arrangieren? Dann hätten wir wirklich einen sehr, sehr starken Verbündeten. Bündnis mit Graf Wingerich von Göttingen geschmiedet. An den bescheidenen Alexander allzu gern nehme ich das vorgeschlagene Verlöbnis an. Eure Tochter Anna und mein Sohn und Erbe Wenzel verloben sich. Ausgezeichnet. Oh, da muss ich mir jetzt aber die Schlachtfelder gut aussuchen. Wir ziehen mal dahin, wo stärkere Einheiten sind. Hier unten sieht es gerade nicht so gut aus. Wenn man so Truppen hier mal vereinigen. Aufpassen, dass hier daheim nichts weiteres passiert. Wenn Schnee liegt übrigens, muss ich sagen, ist die Karte relativ schwer lesbar. Wobei ich kann ja eigentlich meistens in diesem Bereich bleiben. Achso, wir wollten mal gucken, ob ich dem nicht trotzdem den Titel aberkennen kann. Wird nicht annehmen. Titel aberkennen. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Genügend Truppen habe ich ja wohl hoffentlich trotzdem noch. Wenn nicht, dann müssen wir Verbündete dazu rufen. Und wenn, dann habe ich ja nicht den Krieg begonnen, sondern er. Da bin ich mal gespannt, wie die Mechanik jetzt hier funktioniert. Krieg erklärt. Okay, sammelt die Truppen. Jetzt muss ich mal Pause machen. Ich muss ja noch weitere Truppen sammeln. Alle Armeen ausheben. Jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Schauen wir mal, Graf Otto. Ja, der ist ja momentan auch in einem anderen Krieg verwickelt. Bin mal sehr gespannt. Oh, was war da zu dem? Wir haben 75 Gold erhalten. Wegen unseres Verwalters. Sehr gut. Dann Earl Mocker tritt dem Krieg bei. Gegen Jerusalem. Verbündeter des Feindes tritt dem Krieg bei. Graf Ernst von Linz. Da muss ich mal Pause machen. Warum ist der mit dem... Warum tritt er bei... Hat 1000 Mann. 1143. Das bedeutet, wir sind jetzt militärstärkemäßig auf dem gleichen Level. Wo wird denn dieser Krieg angezeigt eigentlich? Da. Na, müssen wir mal gucken, ob ich nicht noch einen Verbündeten in den Krieg rufen kann. 821 Truppen in den Krieg. Ah, es geht nicht. Den kann ich nicht in den Krieg rufen. Ebenfalls nicht. Ah doch, Moment. In den Krieg rufen. Schauen, ob der kommt. Unsere Armee ist natürlich jetzt auch geschwächt, was einfach daran liegt, dass wir natürlich im Krieg sind gegen Jerusalem, im Kreuzzug teilnehmen. Ich möchte mal gucken, welche meiner Vasallen noch ein bisschen guten Zuspruch braucht. Die sind eigentlich alle gut. Seid gegrüßt, Herzog Alexander von Bayern. Natürlich werde ich mich eurem... Der schließt sich an. Sehr gut. Wir könnten mal versuchen, unseren Kaiser ein bisschen zu beeinflussen. Passau wird belagert. Ja. 1143. Meine, schauen wir mal, wie lange dauert die Belagerung von Passau. 9 Monate und die Belagerung von Ingolstadt 7 Monate. Es geht sich hinaus. Jetzt gucken wir mal, wie viel uns hier geschickt werden. 822. Dann haben wir 2300 Mann gegen 1000. Ja, das ist die von Linz. Das wird schon reichen. Das wird dick ausreichen. Ich werde allerdings trotzdem darauf warten, bis unser Verbündeter hier eintrifft. Wir schauen jetzt mal hier. Sind wir hier mit dabei? Wo ist da unsere Armee dabei? Geht es davon aus, dass ich sie hier nirgends entdecken kann? Ja, da waren wir dabei. Haben gelitten, aber da schauen wir dann mit. Wie sieht es daheim aus? Einen Rennen gegen die Zeit. 7 Monate Passau, 6 Monate Belagerung von Ingolstadt.
der Graf Björn. Auch hier für Josef, der muss ich natürlich aufpassen. Unser Verbündeter ist auf dem Weg. Zwei Monate verbleibend auf dem Weg nach Ingolstadt. Sehr gut, die vereinigen sich also mit unseren Truppen. Sechs Monate hier noch. Und fünf Monate Ingolstadt. Wird knapp, dass uns Passau nicht auch wieder durch die Lappen rutscht. Aber durch die Lappen geht. Verzeihung, Erste Armee von München. Eine neue Vereinbarung. Mein Rivale und Vasallgraf Otto hat einen Vertrag mit mir, der recht großzügig ist und ihn von vielen Pflichten entbindet, die ich für gewöhnlich von meinen Vasallen erwarte. Wenn ich ihn dazu bringen könnte, freiwillig mehr Verpflichtungen einzugehen, würde das dem Reich langfristig helfen. Langfristig helfen würde mir, wenn Graf Otto endlich weg wäre. Mit ausreichend Anreiz könnte ich mir seine Zustimmung kaufen, möchte ich nicht. Überreden? Nee. Ich möchte überhaupt keinen Vertrag. Ja komm, wir machen das mal. Der wird sich doch bestimmt weigern, das anzunehmen, den Vorschlag. Was könnten wir denn jetzt hier mit belagern? Wir belagern hier mal mit. Gehen wir mal auf Geschwindigkeit 2. Ich glaube, ich habe es ein bisschen im Griff. Graf Otto war erbost, ob meine Forderung, einen strengen Vertrag zu akzeptieren. Er meinte, ich sei zwar sein Herzog und Herrscher über dieses Land, sein derzeitiger Vertrag verleihe ihm jedoch bestimmte Privilegien, die ich ihm nicht einfach entziehen könne. Zumindest nicht rechtens. Ich bin doch schon im Krieg mit ihm. Na gut. Ja, jede Menge Christen, die hier dem Kreuzzug gegen Jerusalem beitreten. Ich würde sagen, wir schauen einfach noch mal vorbei. Oh, wir sind schon mit 76% vorne. Spannend. Wir werden jetzt mit unserer Armee... Ah, wir sind jetzt hier auch schon in der Schlacht. Euer Lehnsherr hat den Krieg gegen Graf Guilhem gewonnen. Das war dieser lothringische Besitz, dieser lothringische Anspruch. Helfen wir bei der Belagerung mit. Jetzt sind wir verbündet und vereint. Jetzt schauen wir uns mal an, was passieren wird. Ah, Moment, nein, das war Schmarrn. Bitte hier bleiben. Ich will ja die Belagerung zuerst zu Ende bringen. 51 Tage in Passau, 4 Monate. Ui, es ging natürlich jetzt schnell durch meine Verbündeten. Wir haben den von Papst Eugenius dem IV. Angeführten Krieg gegen Sultan al-Muazzam Ayas al-Arslanoglu von dem Seldschuk-Reich gewonnen. Sehr schön. Unser Begünstigter, Rang 16, Anteil an der Kriegskasse, 45 Gold, 324 Prestige und 77 Pietät bzw. der Frömmigkeit. So sei es. St. Georg hat Königin Edagifu im Sieg im Heiligen Krieg in Jerusalem geschenkt. Was? Ah, die bekommt es. Nun, da die besetzten Lande fest im Griff eines heiligen katholischen Herrschers sind, können wir in der Gewissheit ruhen, den göttlichen Willen durchgesetzt zu haben. Welch ein glorreicher Tag für alle wahren Gläubigen. Gut, Kreuzzug beendet. Der Kampf gegen Graf Otto läuft noch. Das schauen wir uns dann am besten in der nächsten Folge an. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen. Und hinterlasst mir gerne, wie immer, den ein oder anderen Kommentar. Ich versuche, wie immer, möglichst viel zu beantworten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch, servus.